alle Zuschauer, die eingeschaltet haben. Wir sind hier in England auf dem Silverstone Circuit, wo in Kürze das 12. Rennen der MotoGP-Weltmeisterschaft beginnt. Ja, und somit ein herzliches Willkommen zu MotoGP 15 Umbau-Saison mit Bernie Baum auf seiner Ducati hier in Silverstone, Sie mag. Ja, was ging da am Wochenende ab, Freunde, bei der MotoGP? Unfassbar, was da alles passiert ist. Deswegen haben wir jetzt mit dem Video noch einmal gewartet, dass man wirklich alles noch mal, also dass überhaupt alles mal anschauen konnte. Ja, fangen wir da ganz kurz in der Moto3 vielleicht an hier. Wie hat er geheißen? Kairol, Idham, Bavi, der Malaye. Mit fast einer halben Minute Vorsprung auf Jorge Navarro. Gewonnen das Rennen. Alle am Anfang geglaubt, er ist mit Regenreifen weggefahren. Nein, er ist mit Slicks dort so weggezogen am Anfang. Unfassbar. Ich habe es auf Eurosport angesehen. Das finde ich eigentlich relativ am besten. Ich habe zum Glück auch Eurosport 2. Ja, und finde da eigentlich beim Kommentieren da Stefan Nebel, der ist wirklich sehr, sehr, ja, ich finde ihn einfach sehr gut und sehr sympathisch. Deswegen schaue ich mir ihn auch auf jeden Fall an auf Eurosport. Ja, was gibt's noch zu sagen? Moto2, Jonas Folger auf der 3, sehr gut gefahren. Morbidelli ja weggerutscht. Er wollte nicht mehr riskieren, vielleicht hätte er es können. Wollte aber auf jeden Fall ins Ziel kommen. Sehr gut gemacht, taktisch natürlich von Jonas Folger. Da den ersten Grand Prix, ja, da in Führerlinien ist er da ausgeschieden. Also auf dem hat er es taktisch sehr gut gemacht, die Punkte hingebracht. Podium für Dynavolt, wunderbar. Ja, Sandro leider wieder gestürzt. Es ist leider so. Wie ich es gesagt habe schon im letzten Video, Folger ist einfach der stärkere Fahrer. Sandro gut. War ja Weltmeister in der Moto3, aber jetzt ist es natürlich ein Level höher und da sind auch die ganzen oder einige Moto3-Weltmeister dann auch mit von der Partie und da sieht man eben das eine oder andere Zehntel. Und andere Kleinigkeiten sieht man dann einfach. Da trennt sich dann der Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Ist einfach so. Zarco wieder ein super Rennen auch. Sam Lowe sehr unruhig natürlich auf seinem Motorrad, so wie immer vom Style her bei ihm, aber trotzdem guten zweiten Platz erreicht. Ja, und MotoGP-Freunde, was ist da los in meinem Team hier? Iannone schießt Dovizioso in der vorletzten Kurve da vom Motorrad, wollte nochmal reinstechen, da ist ein bisschen dicke Luft vor ihnen. Quartar gab es da auch schon Duelle, da hat aber Dovizioso, glaube ich, angefangen mit einem relativ harten Manöver. Jetzt beim Start hat Iannone aber seinerseits schon in der ersten Kurve, glaube ich, Pedrosa eine mitgegeben, von dem ich aber auch unterm Stern, gut, okay, von dem her konnte er jetzt nicht viel machen, aber er ist leider wieder ein bisschen zu langsam. Leider. Ich habe mir schon gedacht, zum Schluss der letzten Saison, dass er da rankommt, auch an Marquez und an die Spitze, aber ist er noch nicht ganz angekommen anscheinend. Da fehlt ihm doch wieder seine berühmten 1, 2, 3 Zehntel, je nachdem. Schade, Pedrosa. Ja, Lorenzo weggestürzt, weggerutscht, gestürzt. Lorenzo, ja, nasse Verhältnisse, wie gesagt, schon immer. Ist nicht seins, Jorge Lorenzo, da kann er nicht fahren. Flag to Flag, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Haben sie das wegen den Reifenplatzer da gehabt oder warum eigentlich? Rossi mit dem zweiten Motorrad nicht zufrieden. Schade, dann hat es bis zum Schluss den Fight mit Marquez gegeben. Bradl hinter seinem L7, nach den ganzen Ausfällen. Ja, Maverick Vinales auf der Suzuki auch weggerutscht. Unfassbar. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einmal hier in Silverstone. Ich habe vergessen, die KI zurückzustellen. Also jetzt deswegen jetzt. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich überhaupt in die Punkte komme. Auf sehr schwer. Das ist schon auf normal relativ schwierig. Und jetzt Onboard. Eieiei, sage ich nur. Eieiei. Wir starten wieder mal von der 12. Position mit unserer Ducati. Und 7 Runden hier. Probieren wir es einfach mal. Ja, los geht's, Freunde. Onboard mit der Ducati in Silverstone. Also alleine, wie ich gefahren bin, war es nicht so super. Vielleicht kann ich mich jetzt ein bisschen an den anderen Fahrern orientieren. Schauen wir mal. So, halten wir uns ein bisschen mal an Crutchlow. Schauen wir mal, was der so macht.
Na, hier raus, sehen wir mal, ob wir es gut drauf haben. Könnte was gehen. So ein bisschen versetzt fahren. Weiß nicht, wo der bremst. Soll ich mal rein nur nach vorne konzentrieren. Wenig reden jetzt mal. Schauen, dass wir hier ein sauberes Rennen zustande bringen. Oh, unruhig hinten. Und schon haben wir die 1/10 Abstand Petrucci hinter uns. Den kennen wir doch mal gar nicht. Ja, Crutchlow von einem leichten Abstand schon auf Iannone, der seinerseits hier ein bisschen angreift. Eine Dechtra-Maschine vorne. Momentan läuft es ganz gut. Ja, 11. wäre schon der Oberhammer hier. Wir werden uns noch einmal ein bisschen anschnuppern hier, die erste Runde. Ich weiß auch nicht, wie die KI da wo fährt. Noch aber alles relativ normal und okay. Wow, da, ich dachte, das geht sich außen aus irgendwie, aber nicht ganz. Ja, nach hinten haben wir gute Luft, das passt. Der macht schon mal 100-mal mehr Spaß, weil wir gerade alleine im Quali. So, jetzt hier vorbei vielleicht an Crutchlow. Schauen wir mal, wo er bremst. Kommt er da retour? Ich sehe ihn nicht. Iannone, nur 9. Uwe, mein Teamkollege. Bin gespannt, ich habe es noch nicht mit... Also die Kollision wieder mal untersucht. Offiziell, was ich noch am Ende des Rennens hier gesehen habe, bei meiner Aufnahme. Ich weiß noch nicht, ob er schon eine Strafe bekommen hat, aber ich glaube, irgendwas habe ich da auch schon gelesen, aber leider nichts genaueres von Iannone. Irgendwas wird es da schon geben. Die werden natürlich untereinander auch fighten, weil nächstes Jahr, wer weiß, ob jetzt Lorenzo vielleicht kommt, dann muss definitiv einer gehen. Stoner weiß man jetzt ja auch nicht, ob der jetzt vielleicht kommt, aber dann gehen wahrscheinlich beide. Wenn es so der Stoner mit Lorenzo, das wäre ja auch das Hammer-Team bei Ducati. Kann ich mir überhaupt nicht ganz vorstellen. Was ich auch gehört habe, dass Iannone schon mit Suzuki spricht. Was für mich aber dann bei Suzuki, weil wir bei Suzuki sind, für mich komplett unbegreiflich ist, wo er, was für mit Espargaro ist. Maverick will ja alles so gut drauf, er ist zwar gestürzt, aber jetzt momentan immer stärker als Espargaro. Der war doch die letzten Jahre da immer erster da und so stark da im Privatteam. Weder liegt ihm dieses Zucki nicht, keine Ahnung, kann ich mir anders vorstellen. Maverick hat ihn da einfach überholt eigentlich. Keine Ahnung, warum man da kein Feeling mehr aufbauen kann zu seiner Suzuki. Aleix Espargaro, da haben wir den. Jetzt im Nachhinein müssen wir sagen, Gott sei Dank sind wir noch auf sehr schwer. So, hier halten wir jetzt natürlich nicht rein. Marc Marquez mit dem Streckenrekord. Am Körb hier. Ah, hier die beiden Brüder. Können wir da reinziehen? Ah, da kommen sie wieder. Ja, und nächste Woche geht es in Texas schon wieder weiter. Unfassbar. Austin, Texas, USA. In einer Woche geht schon weiter. Gott sei Dank sind sie dann mit dem Formel 1. Glaube ich jetzt zumindest. Asynchron. Ich glaube, dass sie nächste Woche auch schon wieder Formel 1 fahren, oder? Aber jetzt gar nicht so im Radar. Weil mich momentan wirklich MotoGP mehr interessiert wie Formel 1.
Weil ich die Mercedes vorne schon nicht mehr sehen kann. Und schon auf gar keinen Fall Hamilton. Ich nehme es nur mehr auf und schauen wir es dann immer schnell. Oh, da sind wir wieder gerutscht, glaube ich. Und schauen wir es nur mal im Schnelldurchlauf an. Ein bisschen die Highlights selber und ja. Nachdem Vettel den Motorschaden oder Getriebe, das weiß ich gar nicht, was er gehabt hat, geraucht hat er, ausgefallen ist er. Ausgefallen ist, ja, war mir schon wieder egal. Und ich glaube, mit so einem Ausfall, den darf er sich nicht leisten. Wenn auch nur die kleinste Chance wahrnehmen will, Richtung Weltmeistertitel oder zumindest P2 irgendwie. Im Rennen muss ich sagen, war Kimi gut drauf, aber weiß nicht, wenn es wirklich ernst wird. Hamilton nur angeschlagen. Rosberg hat vorne seinen Vorsprung ein bisschen verwaltet, also. Und Wolle waren es dann doch noch, glaube ich, mindestens eine halbe Sekunde, was Vettel Rückstand hatte. Also Fahrer ist da zwar relativ gut dran, aber ich glaube, die haben ein bisschen am Motor ein bisschen riskiert. Und die Standfestigkeit da ein bisschen runtergeschrauft auf Kosten des Speedes vielleicht oder der PS-Anzahl. Ja, können, müssen sie vielleicht eh probieren. Zumindest vielleicht können sie wenigstens Einzelsiege einfahren. Aber auf WM-mäßig, wenn der Motor nicht hält, natürlich keine Chance. Aber irgendwas haben sie, müssen natürlich auch probieren. Weil ich jetzt eigentlich von der Formel 1. Wie kannst du immer so mal so rennen? 10. sind wir hier hinter den beiden Espargaro-Brüdern. Wir waren schon einmal kurz vorbei. Obwohl ich die Strecke nicht mag. Ist witzigerweise das Rennen doch immer geil hier. So witzig es ist. Oh, war das eng. Oh, ach du Scheiße. Ich glaube, das sind wir fast mit dem Helm angesch. Das war eng, Freunde. Das war eng. Gar nicht so einfach in den Windschatten zu kommen an Bord. Boah, da zieht aber der Windschatten ordentlich, wenn man hier wirklich hinten dran ist. So quasi wie DS fast. Kommt der von hinten? Nein. Boah, mal kurz ein Willi. Da habe ich den Vorderreifen gesehen. Irgendwer wollte mich da, glaube ich, attackieren. Da sind sie noch beide. Und beide schießen ja gleichzeitig vorbei. Oh, weil ich ein bisschen hier geschlafen habe. Das ist ein bisschen schnellere Kurve. Ah, nicht ganz sauber erwischt hier. Oh, jetzt haben wir die Brüder ein bisschen gesplittet hier. Ja, auch Paul Espargaro
kann mit der Tech 3 nicht so durchstarten, wie er, glaube ich, will. Haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Ist eher eine Yamaha auch. Ich weiß nicht, ob die so weit weg ist vom Werksteam. Da müsste doch wirklich... Boah, da kommt ein schöner Konter, innen durch. Da müsste doch mehr gehen mit der Tech 3, das gibt's ja nicht. Weil da kriegen die wirklich nicht so viele gute Sachen. Sicher Lorenzo, ah, das war jetzt wieder unsauber. Lorenzo und Rossi sind natürlich, boah, das war's auch knapp. Natürlich auch mal zwei Kaliber. Da spielt der Faktor Fahrer sich auch mit. Hab ich da jetzt hinten berührt oder bin ich dann nur so ein bisschen gerutscht? Er fährt mit den Espargaros. Da wird es jetzt auslaufen drauf. Letzten eineinhalb Runden noch. Boah, Crutchlow ist ja auch schon hinter mir. Oh, wow, wow. So, da müssen wir uns jetzt wieder mal Elish noch einmal schnappen. Aber wie gesagt, Stefan Nebel. Den finde ich sehr sympathisch. Coole Socke. Den hole ich mal gerne an auf Eurosport. Auf Servus, ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht so angesprochen. Ich habe es diese Woche noch gar nicht geschaut. Ich hatte auch keine Zeit. Gar keine Zeit, was da Alex genau hier hat. Der kommentiert eigentlich, ich weiß es gar nicht. Alex Hofmann. Muss ich mal, wenn ich Zeit habe, mal anschauen. Ich weiß gar nicht, was die übertragen. Nur das Rennen eigentlich, oder das Quali auch. Ich habe keine Ahnung. Ja, und Elish hier fightet mit uns, will den Platz, den 9. nicht hergeben, will definitiv jetzt hinter seinem Bruder ins Ziel kommen. Wir sind schon in der letzten Runde. Ein leichter Ruckler haben wir gemerkt. Wir wollen natürlich auch ins Ziel kommen, keinen Sturz riskieren. Ja, da muss es vom Gas, weil da innen am Körper, da kann ich nicht aufs Gas gehen. Das war auch wieder die falsche Linie leider. Nochmal das Gas, ah, das reicht nicht mehr leider. Da kommen wir hinter Elish ins Ziel und hinter Paul. Ja, die zwei hätten wir können vielleicht knacken mit ein bisschen mehr Konzentration, aber mehr war, glaube ich, nicht drin. Obwohl, so weit waren die vorne gar nicht weg, sehe ich gerade. 3 Sekunden Pedrosa, Tobi auf der 4, Rossi Marquez. Oh, Marquez ganz knapp, hinter Lorenzo. Sehr schön. Rossi überholt mich da um einen Punkt. Lorenzo 2.14, ja, schleicht sich irgendwie ran. Langsam, Marquez nur Vierter. Sehr schön. Ja, Pardl jetzt auch hier 7. geworden, also jetzt nicht hier, sondern in Argentinien. Sehr gutes Ergebnis. Zwar durch die ganzen Ausfälle, aber ja. Er muss auch das Motorrad erst einmal ins Ziel bekommen. Hatte beim, also beim Interview hat er gesagt, beim zweiten Motorrad dann, hat er auch Probleme, so wie Rossi. Bei ihm hat das Hinterrad irgendwie geschlagen. Speziell beim Anbremsen konnte er noch nicht so spät bremsen, eben weil das Hinterrad gehüpft ist. Ja. So waren das die ganzen Sachen. Such dir einen Vertrag aus. Kann ich da zurück, wenn ich da reingehe? Ich will das eigentlich nur... Boah, Gott sei Dank.
Ja, Honda, Yamaha hätten wir im Angebot. Das ist natürlich sehr geil, wenn man nächste Saison, also wenn wir jetzt da, ja bis Juni haben wir noch Zeit, bis das die Rossi Edition rauskommt. Honda, Yamaha. Achso, und das andere ist... Ah! LCR Honda. Teamkollege von Kurt Rutschlow. Das wäre schon immer geil gewesen. Das wäre schon immer geil gewesen. Der Dieter, ja, Alex Marquez, ja, der ist auch wieder gestürzt in der Moto2. Der kommt auch leider nicht weiter. Schade, irgendwo. Aber oder ist mir irgendwie ein Ticken sympathischer. Aber kommt leider nicht weiter. Brad Binder, ja, in echt auch gut unterwegs gewesen. Miguel Oliveira ja in der Moto2 unterwegs. Da ist aber auch nicht so gut wie den ihr kennt, glaube ich. Da tut sich noch, ein bisschen schwerer. Lucia Dalinia. So, wir bleiben natürlich bei Ducati. Kein Thema. Lorenzo gewinnt in Silverstone. Und wir reisen nach Misano. Wird auch sicher ein geiler Grand Prix. Misano. Della Riviera di Rimini. Jo. World Circuit De Marco, Simoncelli. KI-Schwierigkeit realistisch, genau. So. Gut, das war's. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Schauen wir noch einmal am Laptop. Ja, 10. Platz, das schlechteste Ergebnis hier. Einmal 4. Da waren wir auch nicht am in Indianapolis war das. Ja, genau. Da war auch nicht am Podium, genau. Und 10. hier in Great Britain. Schauen wir mal in San Marino, wie es uns geht. Jo, das war's. Herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Grand Prix. Jo, und dann geht's weiter an Bord. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, und schreibt vielleicht noch rein, was ihr so vielleicht von vom Wochenende gehalten habt. Vom Grand Prix. Speziell ja, der Ducati-Unfall vielleicht. Würde mich interessieren, wenn ihr da irgendwo eine Meinung habt, vielleicht dazu. Ja, wer Bock hat, schreibt einfach unten was rein. Wer nur ein bisschen Bock hat, knallt ein Like raus. Und natürlich die noch nicht Abonnenten sind, knallt mir ein Abo rein, links unten aufs rote Fest, aufs rote Kästchen klicken. Und ihr habt das Abo von mir und bekommt immer wieder die neuen Videos, die Info, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, das soll es gewesen sein. Danke für eure Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.